So, Freunde, ich habe heute Morgen schon Prüfung gemacht. Einen hatte ich nur und der eine hat bestanden. Bin auf dem Weg zum nächsten Fachschüler. Und dann habe ich auch einen vollgepackten Tag. Gucken, was so geht. So, ich quetsche mich jetzt erstmal hier durch. Genau. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder bei Daily D. Alles klar, passt auf euch auf. Der geht. So. So. Und, hast du bestanden? Oh, hab ich bestanden jetzt. ist ja gut gelaufen, wie ihr gesehen habt. So, Habibi, hast du jetzt deinen Führerschein? Sag mal. Oh, gut. Jetzt habe ich kurz Pause. Da schmeiße ich mir erstmal hier ein köstliches Getränk ein. Dann der Rest des Tages ist, wie gesagt, Fahrstunden. Nadel hat immer was zu essen dabei. Nadel hat mir nämlich erstmal ein Stück Pizza mitgebracht. Jetzt gibt's hier, tadadada, von gestern. Na, ich nehme mal die. Mögt ihr eigentlich auch kalte Pizza? Ich bin ein Fan von kalter Pizza. Ich kann immer Pizza essen, egal wann. Kalt, warm, nachts, am Tag, im Schlafen. So, und ich guck mal, ob ich euch eventuell mitnehme durch den Tag mit 2-3 Fahrschülern. Mal schauen. Ich glaube nämlich, es gibt hier einen wunderschönen Regenbogen. Ich gehe kaputt. Boah. Ach, ein Traum. Ein wunderschöner Regenbogen. Der Tag kann nicht schöner sein. Das Wetter lädt zum Träumen ein. Scheiße hier. Wird alles nass. Und ansonsten sehen wir uns später. Tschüss. Ja, kurze Pause. Fotzi und ich drehen auch noch eine Runde. Stimmt's, Fotzi? Fotzi? Er ist ein bisschen schüchtern. Fotzi noch eben nach Hause. Fotzi? Sag tschüss. Ja, nächstes Mal vielleicht. Alles klar, passt auf euch auf. Leckt mich fett. Ja, mein Tag heute war nicht schlecht. Ich hatte heute Morgen Prüfung, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, danach haben wir noch ein paar Fahrstunden gehabt und so weiter. Und ich habe eigentlich den kompletten Tag durchgezogen. Jetzt schneide ich euch eben noch das Video zu Ende. Heute wird es, glaube ich, ziemlich kurz. Und dann ist auch schon wieder morgen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Tschüss. Freunde, ich habe mir was überlegt. Also pass auf, meine Nase ist so ein bisschen zu, ne? Also habe ich gedacht, was mache ich? Duftbäume hier bringt auch nichts. Ja, oder ich guck mal, welche neuen tollen Filter Snapchat wieder so hat. Also habe ich mir irgend so ein Dingsbumsöl geholt und damit mache ich jetzt Folgendes. So, pass auf, zack, zack, aus und nur. So, und dann, kleiner Tipp. China-Öl, so, willkommen in der Pini-Menthol-Höhle. Die Faschler heute werden sich wundern. Ein neuer Duftbaum.
Genau, hier ist noch, hier musst du halt langsam machen. Da oben links ist das Ding zu Ende. Und wer hat jetzt Vorfahrt? Genau, alle, weil wir aus diesem komischen Bereich hier rauskommen. Links fahren wir weiter. Genau. Also wir sind ganz gut gefahren. Die zwei Dinge, die dir passiert sind, sind einfach nur so Konzentrationsdinge. Ich glaube nicht, dass dir die nochmal passieren. Wo wir da rein, das war eine... Jetzt muss ich mal aufpassen, dass wir das weggepiept. Eine Piepstelle. Ja, also man sieht das und das, also es ist Mist, wenn man nicht vorher da war. Gut, dann bestell zu Hause. Schöne Grüße. Mach ich. Pass auf dich auf. Wir sehen uns Donnerstag. Cool. Ciao, ciao. So, mein nächster Fahrschüler, der hat mir gerade geschrieben, yo, ich bin gerade aufgestanden, das ist gut. Der hatte eigentlich seit 5 Minuten Fahrstunde. Der wohnt nicht weit von hier. Ich würde sagen, wir fahren da mal eben einmal gucken. Was sagst du dazu? Ja, okay. Ja, dann fahren wir da mal gucken. So, Blinker links nicht vergessen. So, da ist der Blinker. So, und dann fahren wir mal los. So, guck mal, ne, kommt keiner. Wunderbar. Aha. Manchmal sind meine Beifahrer irgendwie die Stille hier. Da machst du einen Witz. Keiner lacht. Ist blöd. Was stinkt und wächst unter der Erde? Ja. Eine Furze. Wir gucken mal, ob der Marsin schon aufgestanden ist. Das werden wir mal sehen. Wer weiß, you never know. You never know. Schulterblick habe ich gemacht, hast du gesehen? So. Ja gut. Ich bin jetzt gleich beim nächsten Fahrschüler. So, jetzt warte ich mir hier einen Wolf. Keiner da. Keiner da. Oder ich guck mal, welche neuen tollen Filter Snapchat wieder so hat. Oh, und ganz verrückt sind Kühe, die Bananen essen. Bananen. Ist noch vorne. Guck mal, was der Onkel bestellt hat. Nicht öffnen, nicht öffnen. Stimmt doch gar nicht. So, warte mal, ich nehme das mal weg hier. Check. Elisa, haben wir eine Schere? Eine Schere? Ja. Eine Schere. Guck mal, was ich bestellt habe. Was bestellt? Was bestellt? Schon wieder. Ja, ich habe immer was bestellt. Immer was bestellen. So, guck mal hier. Oh, muy bien. Guck mal, was da drin ist. Guck mal, hi! Guck mal! Wo ist es da? Jetzt geht's wieder. Ja, Nils hat uns ein Mega-Paket geschickt. Richtig geil. Da ist sogar ein Rucksack drin. Mhm. Wir hauen uns dann halt auch so diese leckeren Sachen rein, damit wir alle nicht irgendwann aus dem Auto fallen. Ja. Mhm. Ansonsten ist das auch ziemlich anstrengend. Dann hauen wir jetzt schnell ein Brötchen rein hier. Dann geht's doch schon gleich wieder weiter. Bis heute Abend. Ja, noch ein paar Fahrstunden. Ich hab euch lieb. Passt auf euch auf. Oh.